Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft II Replaycast 785. Dieses Mal mit ZVT und zwei sehr großen europäischen Namen. Wir haben einmal den Cirque hier in Rot aus Frankreich. Es ist Stefano. Der jetzt doch irgendwie wieder aktiv spielt, nachdem er eine ganze Weile eigentlich sich schon zurückgezogen hat und studieren wollte, aber jetzt dann doch wieder mit StarCraft angefangen hat. Also auch richtig mehr StarCraft. Ich glaube, ganz losgelassen hat es ihn nie. Ja, aber er macht auch Fortschritte, muss man sagen. Das ist wieder ein weiteres Spiel von der WCS Austin. Er kämpft sich durch, aber ja, das Teilnehmerfeld auf EU ist schon ziemlich hart. Da hat man viele Gegner, die man sich durchschlagen muss. Ja, unser Gegner hier ist der Terran in Blau. Es ist ein deutscher Vertreter an der WCS Austin. Es ist Hero Marine. Wir hatten ja mehrere vor Ort für die WCS Austin. Hero Marine, Showtime, TLO, Lambo waren da mit dabei. Das hier ist auch noch ein Spiel aus der Gruppenphase. Mal sehen, was die beiden hier so treiben werden. Wir haben 16-Bit LE als Karte. Die Rot-Blau-Karte, die sich ja in der Farbe ändert, sobald man hier über die Hälfte kommt, sobald hier die Diagonale überschritten wird, wie man hier schön sieht. Ist ja an sich eine recht stylische Map. Und tatsächlich muss man auch sagen, ist von den Lichteffekten und so weiter sieht die Karte auch gut aus. Es gibt Karten, da wirken alle Gebäude so ein bisschen blass und ein bisschen seltsam einfach. Aber 16-Bit macht das eigentlich echt schön hier, mit gerade in Sachen Beleuchtung. Wie man sieht, da leuchten die Gebäude schön raus. Hat alles auch kräftige Farben mit dabei. Ist an sich doch eine schöne Map. Haben auch wenige schöne. Ja. Die beiden hier, wie man sieht, mit Expansions unterwegs. Hero Marine hat sich hier das Command Center First gegönnt, danach hier erst die Barracks. Bei Stefano ebenfalls gab es hier zuerst die Hedge, dann Gas und Pool. Jetzt gibt es das Speed Upgrade. Natürlich auf 16-Bit hat man die zweite Basis hier so ziemlich geschenkt. Die ist hinten drin, hinter der Mainbase, auf einem Low Ground. Aber man muss nur die eine kleine Rampe vorne einmal verteidigen, dann hat man eine zweite Basis komplett safe. Natürlich der Luftraum außenrum ist ein Problem später, aber an der Anfangsphase, Linge können da wenig tun. Gleiches gilt natürlich auch für Stefano, der nutzt das als schnelle dritte Basis, die er mit dazu nimmt. Und der Cirque hier hat dann auch nur einen einzigen Eingang zu verteidigen. Damit kann man nicht schnell auf Makro gehen, ohne große Schwierigkeiten. Und dadurch, dass Hero Marine jetzt hier aber auch mit Barracks in den Reaktor eröffnet hat, gibt es erstmal überhaupt keine Einheiten von ihm. Hat also keine Möglichkeiten zu scouten, er weiß absolut noch gar nichts zum Cirque. Aber taggt natürlich jetzt fleißig hoch und hat eine zweite Basis, das heißt die Ausgangslage für Hero Marine ist schon mal ganz ordentlich. Aber irgendwann wird er dann auch mal scouten müssen. Geht jetzt hier auf einen Starport und baut Hellions. Die Hellions werden dann das Scouting mal erledigen. Mittendessen gibt es bei Stefano auch noch weitere Drones. Er baut Queens und startet hier bereits den Creep Spread, wie man sieht. Zweite Kryptomo ist mit aktiv. Und die Queen, immer wenn sie hier ihre 50 Energie zusammen hat, gibt es einen weiteren Kryptomo, um das alles mal ein bisschen noch mehr zu beschleunigen. Denn viel Creep ist für ein Zeug natürlich immer hilfreich. Speed-Bonus, Vision-Bonus nimmt man gerne mit. Und die Hellions sind ja dazu da, um diese Kryptomore ein bisschen einzudämmen. Gerade die ersten beiden. Mana-Bekanntschaft mit dem ersten Zirkling. Der versucht selber zu scouten. Und jetzt geht's hier mal ran. Aber die Queen hier ist eben schon da als Defense und wartet auch schon drauf jetzt hier im Sichtblocker auf die Hellions. Und damit haben wir jetzt hier schon den dritten aktiven Kryptomore. Und Hero Marine seine... Der nächste Weg ist hier in den Liberator und auch schon eine dritte Basis. Also wir gehen hier wirklich voll auf Economy, voll auf Makro. 35 zu 38 der Worker-Count Stefano. Linge hat er bisher 7 gebaut. Er braucht ein paar natürlich gegen die Hellions, damit die nicht überall ungehindert durchkommen. Und die Queens wären da auch hilfreich als Defense. Aber insgesamt hat er auch schon fleißig gedroned. Und er droned auch noch weiter. Es gibt die Doppel-Evolution-Chamber. Das heißt, die beiden hier wirklich ziehen hoch in Richtung Makro-Game. Und die 4 Aliens gegen 3 Queens, so viel können sie auch nicht anrichten hier. Sie versuchen hier zu engagen, aber die Queens sind viel zu tanky. Und jetzt auch zu viert, insgesamt bereits 6 Queens auf dem Feld. Und Stefano knabbert hier mal ein bisschen an den Rocks rum. Die Aliens kriegen das damit, aber viel dagegen machen können sie nicht. Die könnten theoretisch auf die Rocks schießen und mit dem Splash Damage die Linge dahinter weggrillen. Aber so effizient ist das, glaube ich, auch nicht. Das dauert ewig, weil man nicht genau weiß, wo die Dinge rumhampeln. Ja, die Queens waren hier weiter mit Creep, aber da waren 2 Tumore nochmal hier schön rausgenommen von den Aliens. Trotzdem, der Creepset wächst und wächst und hier Marine, sein Liberator, wozu ist der eigentlich? Okay, da chillt der Liberator gerade noch in der Gegend rum. Wurde noch nicht eingesetzt, die Aliens hier versuchen die Linge ein bisschen zu vertreiben.
Und Stefano, denke ich, wird relativ bald auf eine vierte Basis gehen. Ich meine, den Creep hat er schon an den Basen, muss sie eigentlich nur nehmen, muss das nur mal einen Auftrag geben. Und jetzt haben wir hier mal den Liberator in Bewegung. Aber das sind die Sporkoller rechtzeitig. Die heißt, auch hier kann Himmerin nicht wirklich groß was tun. Stefano ist gut defensiv abgesichert. Der Sporkoller hier. Ja, beide Sporkoller hier halten den Liberator weg. Die Aliens haben auch noch nicht wirklich was erreicht. Das ist auch noch nicht wirklich groß was gestorben. Ein Overlord, Zweilinge und drei Kriegtumore ist halt für 5 Minuten nichts. Da könnten schon wesentlich mehr Einheiten tot sein. Aber die beiden, ja, bauen sich einfach weiter auf. Himmerin geht hier in die Biokomposition. Hat sich hier bereits das Stim-Update gekönnt und als nächstes gibt es 1-1 und Combat Shield. Wenn das hier die Queen versucht zu verteidigen, die Drones, eine wird gesniped, der Rest hier bleibt am Leben und der Liberator wird dafür einmal draufgehen. Inzwischen schon hier die Sporecaller umgesetzt und neu gebaut. Wir haben aktuell, okay, es sind nur diese beiden tatsächlich, die Sporecaller, die hier gerade aktiv sind und ein paar Länge, die hier rumrennen. Somit, ja, es tut sich nicht viel bei den beiden. Wir haben jetzt die dritte Basis, aber Fearing, das heißt, er fühlt sich auch nicht so gezwungen, wirklich viel zu resten. Schickt jetzt mal den ersten Doppeldrop los. Aber eben mit einer eigenen dritten Basis hatte Terran auch eine richtig starke Economy. Wir haben 52 zu 58 gerade im Worker-Count. Die Rocks werden immer noch aufgeknabbert, Stück für Stück. Die Dinge kriegen gleich 1-1, aber auch die Bio kriegt gleich 1-1. Die vierte Basis wird instant gecancelt von Stefano. Ich möchte dann noch gar nicht erst eingreifen. Jetzt hat er die Rocks auf, jetzt können die Linge sich ungehindert fortbewegen. Und die Marines einmal checken den Watchtower und jetzt wird es vermutlich gleich einen Scan geben auf den Creep. Denn der Creep wirklich hat schon gute Fortschritte gemacht hier bei Stefano. Da schon sehr, sehr viel den Creep nach vorne geschoben. Und hier der Drop wird abgewehrt von den Lingen, von den Queens. Sie beiden hier weiter komplett safe. Passiert wenig. Connery wurde wenig eingeschränkt, aber die Marine legt nach. Die nächsten beiden Medivacs, die nächsten Marines. Combat Shield ist gleich ready und 1-1 ab. Jetzt sind jetzt auch drauf auf beiden Seiten. Es geht instant in 2-2 auch. Und wir haben eben gerade Ling-Baning gegen die Marines hier. Aber aktuell werden erst 3 Baninge gemorft. Die sind jetzt hier aber auch fertig. Das heißt, jetzt muss er ein bisschen mehr Sorgen haben, dass da plötzlich eine Explosion kommt. Aber trotzdem, ein Speed-Up geht es noch nicht bei dir. Das heißt, so schlimm sind die Baninge aktuell noch nicht. Und die Baning versucht ja auch am Rande des Creeps zu kiten. Versucht ein bisschen Schaden auf die Queens zu machen. Aber auch die haben plus 1 Armor. Die halten das auch noch gut was aus hier momentan. Währenddessen haben wir hier bei Heroin zu Hause weitere Barracks plus 1 Attack für die Panzer und eine neue Factory mit Tech Lab, damit da nochmal mehr Panzer gleichzeitig gebaut werden können. Hier soll es immer noch weitergehen. Am Rande des Creeps sind das Nazafano Basis 4 und Basis 5 bereits fertiggestellt. Kann also da fröhlich weiter meinen. Beide haben 70 Worker. Also die beiden hier mit einer richtig starken Economy schon die ganze Zeit. Irgendwie nochmal mit den Mules, hat noch ein bisschen mehr. Stefano sammelt inzwischen auch schon richtig fleißig Gas. Und Stefano geht bereits in den Infestation Pit und den Heiler, dann sammelt ja auch richtig viel an Tech. Hier die Hell jetzt, wird jetzt surrounded. 2 sterben davon, ein paar Linge gehen dabei drauf. Irgendwie hält weiter hier die Position auf dem High Ground, versucht den Aliens einfach ein bisschen die Linge zu baiten, aber jetzt werden die hier gecatcht, somit keine Aliens mehr übrig. Und es geht mal auf die Queen, die stirbt, der Creep hier wird wieder gesetzt und die Linge gehen jetzt ran auf den Baningen. Und das ist ein bisschen zu viel für die paar Marines, die werden eingeladen, können natürlich hier problemlos evakuieren. Die Queens spucken nur auf den Medivac, das ist ziemlich low. Die Marines werden hier nochmal ausgeladen und versucht die ganzen Baninge zu klären, aber die Linge sind immer noch nah dran hier, das heißt, die Marines leben hier sehr gefährlich. Versuchen aber so viel wie möglich zu traden, aber dabei sterben auch ein paar Marines und jetzt hier die Medivacs doch mal weiter hinten wird wieder ausgeladen. Wann kommt das für ein Forsten von Himmerin? Er hat hier weitere Einheiten parat, müsst ihr die echt nochmal mitziehen. Wenn das sind die Linge und Baninge, wollen die immer noch drauf und jetzt hier geht's ran. Die Marines werden weggesprengt und damit nur noch 2 Marines übrig. Dieser Drop wurde abgewehrt, wenn das ein zweiter Push kommt. Auf der anderen Seite aber auch hier so viel Creep, so langer Weg bis zu den Zerg-Basen. Die Linge sind da ziemlich schnell dank des Creeps und die Baninge kommen auch mal dazu. Das heißt, da wird eingeladen, 2 Marines werden zurückgelassen. Und der Drop zieht sich auch erstmal zurück, wenn das Stefano scoutet nach einer vierten Basis von seinem Gegner. Findet da jetzt erstmal nichts und hier geht es einfach weiter mit Creep-Clearen. Irin fokussiert hier nur die Creep-Tumore, jetzt eigentlich die Medivacs. Die Medivacs bleiben hier einfach so stehen und eins stirbt sofort und das Seite geht hier auch. Dann bewegt sich nicht schnell genug. Hier drüben geht es auch drauf auf die Marines. Haben noch versucht, die Baninge zu clearen. Und Irin, er sieht sich jetzt hier mit einem wachsenden Creep-Problem konfrontiert. Trotz all seiner Bemühungen wächst der Creep-Teppich einfach weiter und weiter. Stefano hier spreadet wie ein Wahnsinniger. Ja, der Drop hier versucht wieder davon was rauszunehmen, aber sofort werden hier Creep-Tumore nachgesetzt. Die Queens sind sofort in der Nähe und jetzt mit den Hydras können die Medivacs sich auch nicht mehr so ungehindert hier aufhalten. Aber da kommt jetzt hier der große Move fort. Jetzt hat Himmerin seine gesammelte Armee mit den Panzern. Die Armee trifft jetzt hier sogar direkt schon auf die Zerg-Armee. Da sind wenig Medivacs mit dabei. Die Baninge gehen mit rein. War das hier vielleicht ein bisschen zu weit vorne? Himmerin, ja, also der Panzer werden mega schnell gekillt. Hydras bleiben übrig. Das ist da kein gutes Engagement. Das Medivac hier geht auch noch down. Himmerin verliert hier sehr, sehr viel an Einheiten. Fußt aber währenddessen wieder mit dem Drop hier
mehr Creep zu klären, Einheiten zu klären, vielleicht an die vierte Basis ranzukommen. Momentan, ja, hier rennt er nach vorne, aber das Circle Reinforcement kommt, die Hydras sind jetzt mit da, Linge kommen mit dazu. Stefano geht bereits auf plus 3 Armor Upgrade, plus 1 Missile Attacks, also hat hier bereits den Hive-Tag durch. Geht jetzt auch auf Static Defense, um sich noch abzusichern. Und hier Marine, er selber hat auch eine dritte Basis, schon die ganze Zeit jetzt hier, geht auf eine vierte, also kann hier auch weiter nachproduzieren. Die beiden werfen sich jetzt die nächsten Minuten wahrscheinlich gleich Einheiten um Einheiten entgegen. Und Jimmy hat immer noch Probleme hier mit diesem Creep, der halt über der Hälfte der Karte ist und auch immer noch ordentlich viele Tumore aktiv hat. Stefanos, er spreadet hier auch fleißig weiter, hat immer noch momentan 6 Queens, es kann da auch immer noch neue Creep-Tumore setzen. Wir haben Overlord-Speed, Mehrlinge und Stefano ist hier am Max-Out, möchte jetzt ja so selber pushen. Und die Marines rennen nach hinten, kiten die Baning raus, der Panzer tankt noch ein bisschen Schaden weg und die Hydras sind gerade ohne Link-Unterstützung, das ist gerade ein bisschen wenig. Aber jetzt on-creep ist die Sache viel einfacher. Auf der anderen Seite ein weiteres Mal der Drop, ein weiteres Mal ein paar Quote, viel Tumore, aber nicht sonderlich viel mehr hier. 34 sind bereits gestorben, 35 ist waren weiter mehr. Jetzt gibt es mal das Engagement. Hydras und Baning gehen drauf und hier die Marines stehen und fighten hier die Panzer, hauen den Schaden rein, Splash Damage in die ganzen Hydras, die laufen jetzt hier nach vorne, wollen die Tanks snipen, Queens helfen auch noch mit aus, die Medivacs werden hier gesniped. Trotzdem, es ist noch ein Panzer übrigens, Cyber kommt aber mit dazu und das Marine Reinforcement kommt jetzt hier auch an von dem Drop. Und die Hydras werden hier Stück für Stück abgeräumt, aber Stefano maxt hier nach mit weiteren Lingen, weiteren Hydras. Die Hydras hier versuchen jetzt hier noch irgendwie sich zu safen. Die Marines bekommen wieder Probleme mit den ganzen Lingen. Die Lingen sind auch dran, machen damit Splash Damage auch in den Marines dank der Panzer. Und die Hydras kommen nochmal mit da und da noch das Reinforcement mit ab. Und mit dem Reinforcement sollte das gerade so reichen für Stefano. Es ist ein sehr, sehr knapper Fight hier. Beide traden hier Einheiten ohne Ende. Da werden jetzt die Medivacs nochmal die Fokus. Da gehen nochmal zwei down. Die Linge pushen nochmal nach vorne. Neuer Panzer ist jetzt hier mit dabei. Die Marines werden wieder ausgeladen. Die Hydras fighten hier ohne Support und standen da ziemlich schnell jetzt hier. Am Rande des Creeps immer noch. Der Fight geht weiter und weiter. Beide bauen hier nach. Weiter ab geht's für die Marines. Und deswegen gibt es hier neue Beininge. Adrenal Glands kommt mit dazu und plus 2 Missile Attacks für die Hydras. Plus 3 Melee Attacks hat sich interessanterweise davon noch nicht mit dazu gegönnt. Hat aber, glaube ich, auch nur 2 Evolution Chamber. Das heißt, er kann maximal 2 Upgrades gleichzeitig erforschen. Und hat jetzt gerade mehr Priorität auf das Missile Attacks Upgrade als auf das Melee Attacks. Trotzdem, vierte Basis kommt für Hero Marine. Und Stefano geht in seine, was sind das, Basis Nummer 6? Ja, Basis Nummer 6 hier. Für den Zerg. Und es geht einfach weiter. Hymin immer noch 150 Supply, baut sich weiter hoch und pusht direkt weiter. Stefano nähert sich wieder dem Max Out, hat wieder Baning ready und möchte natürlich ein weiteres Mal defenden. Es kommt nicht jetzt hier sehr, sehr nah ran schon an seine Mining Base. Das möchte man natürlich verhindern. Trotzdem, der Creep ist immer noch sehr weit. Wie man hier sieht, gerade die linke Seite wird hier mehr und mehr zugecreept, weil da eben der Drop die letzte Zeit nicht aktiv war. Und Stefano läuft jetzt aber mal ein bisschen Richtung Terraner-Basis. Mal abscouten, mal gucken, ob man Schaden machen kann. Aber hier sind zwei Panzer defensiv, hier sind viele Marines defensiv und die Hydras werden einfach nur rausgesprengt, können hier nicht viel tun. Aber die nächste Welle an Baningen kommt gleich mit dazu. Das wird ein bisschen gefährlich. Die Marines fighten hier auch gerade ohne Support. Währenddessen wird hier der Push angesetzt von Hero Marine. Möchte auch gerade in die Baningen reinpushen und die beiden hier an zwei Fronten kämpfen. Sie und Stefano will jetzt hier verteidigen, schickt die Dinger die Baningen runter. Aber die Marines momentan sind schon vorbereitet für Splitten. Wie man sieht, da werden schon die Marines in Häufchen aufgeteilt, damit nicht alles komplett überrollt wird von den Banningern. Jetzt kommt ja eigentlich die Flankierung von der Seite. Weitere Hydras, weitere Banninge. Und Hirmin zieht sich hier auf den Highground, zieht die Panzer wieder und versucht jetzt hier zu defenden. Die Banninge waren ordentlich rausgefokust und sterben so viele Banninge weg, ohne irgendwas zu tun. Und damit muss sich Stefano erstmal zurückziehen. Baut wieder neue Linge nach. Plus 3 Militex wird jetzt hier auch angedrückt. Die Adrenal glänzt inzwischen drauf natürlich auf den Lingen. Mal sehen, ob Stefano bald auch mal irgendeinen Lingdown bei losschickt. Denn hier, die Defense von Hero Marine an dieser Stelle ist jetzt nicht sonderlich stark. Das heißt, der Kampf könnte man schon einfallen als Zerg. Aber es geht hier einfach weiter. Hero Marine ist immer noch am Pushen, hat jetzt selber gleich den Maxer da rein. Und jetzt hier entbrennt mal ein großer Fight. Die Bändigen kullern ran, die Moons versuchen hier nach hinten zu kiten. Sind aber immer noch teilweise unklug, kriegen da einige Connections ab. Die Panzer waren abgegangen, die Hydras sind dran. Und das reicht nicht für Hero Marine. Er hat nicht genügend. Er klärt zwar einiges an Zerg, aber er droppt selber auch richtig satt im Supply. Die Panzer verliert die Halle. Er hat jetzt nochmal Reinforcement-Panzer mit dabei. Das Marine Reinforcement kommt mit ran. Trotzdem, Hydras hier immer noch sehr zahlreich. Und die Panzer werden hier einfach geklärt. Ein Panzer wurde nochmal zum Medivac eingeladen. Die PF muss jetzt hier die defensive Position halten. Panzer in der Hinterhand. Und das sollte erstmal reichen. Stefano zieht sich erstmal zurück. Sammelt sich neu. Baut ein weiteres Mal auf den Max-Out. Okay, Marines hier. Bisschen arg offensiv unterwegs gegen die ganzen Hydras. Wir haben natürlich jetzt 2-3 Upgrades. Die Linge sind gleich auf 3-3. Machen also damit richtig viel Schaden, sobald sie an was dran sind. Und der nächste Banning-Morph kommt. Die bekommen natürlich auch plus 3 Attack. Banning ist ebenfalls von dem Attack-Upgrade betroffen. Heißt, da explodiert dann mehr, die Marines helfen dann auch nicht mehr, bis die Marines überleben dann auch nicht mehr mit einem Armor-Upgrade, sondern werden einfach rausgesprengt, weil der Explosionsdamage besser skaliert. Da bekommt man plus 2 pro Upgrade anstatt nur plus 1 und ja, das macht eben dann umso mehr Schaden mit plus 3 Attack.
Ja, ein Drop wird mal ausgesendet nach 15 Minuten. Ein einzelner einfach nur im Versuch, die Basen hier zu stören. Wenn das ist da vorne, ja, breitet sich in einem Halbkreis um Hiromins Gebiet aus, versucht da vielleicht ein paar Runbys jetzt hier zu starten, wenn das nach Hiromin einen Sensor Talk gebaut, um einfach seine Vision abzudecken. Die Basis hier wird gecancelt. Der Drop war da schon mal erfolgreich und sofort wurden ein paar Einheiten dahin geschickt, um das Problem zu lösen. Aber ja, die Basis ist bereits weg und der Drop möchte hier weiter in Richtung Drones. Da werden gerade neue Drones hintransferiert. Dinge kommen dran, die Hydras wollen auf das Medivac, aber kommen nicht hinterher. Das ist zu schnell mit dem Boost, wenn das ein Gezieher jetzt an. Mit einem Runby gerade von Stefano, Hydwelling Bane. Hier ist auch nur ein einziger Panzer. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Der Panzer ist ja auch angegangen. Die restlichen Panzer sind nicht gesiegt. Hydras spucken jetzt wirklich um sich. Wenn das geht, nicht hier drüben auch drauf. Aber da ist die defensive Position da. Da kann Hyrule verteidigen. Wenn das flieht, die hier etwas an Reinforcement, etwas an Gebäuden. Die Burdocks könnten hier noch bespuckt werden. Die Hydras gehen jetzt einfach rein. Ja, spucken jetzt ein bisschen um sich. Bleiben nochmal den Panzer und jetzt geht's auch wieder raus. Der Creep ist halt fast schon dran an den Gebäuden von hier. Auf der anderen Seite geht's auch nochmal zur Sache. Aber da sind die Panzer. Da wird's da vorne einfach abgeräumt. Baut nach mit 22 Klingen. 7 Hydras, jeder auf plus 3 Missile Attacks. Und hier geht's weiter hier mit dem Creep und eben den Lingen und Hydras werden jetzt hier die Gebäude gesniped, die Supply Depots sterben weg, die Marines sind hier gerade nicht zahlreich genug, da muss mehr Reinforcement kommen, jetzt kommt auch der Stim ran, die Marines kommen hier mit dazu und Hydras werden hier Stück für Stück abgeräumt, können sich hier nicht durchsetzen, aber hier nochmal einige Marines und hier macht es der Fahne einfach weiter, hat hier nochmal ein paar Panzer, ein paar Marines rausgenommen, aber beide droppen hier im Supply. Und Stefano hat noch immer eine dicke Bank, eine dicke, richtig dicke Gasbank auch vor allem. Hat fast 4000 Gas gebankt, ihm fehlt es ein bisschen an Mineralien. Aber hat jetzt hier die Basis und wollte eigentlich einmal die Basis haben. Den setzt er jetzt hier auch neu. Und das ist natürlich seine eigene Basis Nummer 5. Das Command Center ist von der Natural umgeflogen. Und da wird weiter fleißig gemeint mit den Mules, damit da das Income reinkommt. Und die beiden traden hier die ganze Zeit. Haben jetzt auch schon inzwischen richtig viel an Einheiten verloren. Also was die Anfangszeit ruhig war, haben sie jetzt entsprechend wesentlich mehr nachgelegt. Fighten hier recht häufig und traden sehr, sehr ähnlich, muss man sagen, 27.000 zu 28.000. Das ist nah beieinander für die Masse an Ressourcen, was die beiden inzwischen verloren haben. Hier der Marine-Trupp klebt mal ein bisschen Creep, aber sofort wird nachgesetzt, wie man sieht. Creep-Tumore sind schon wieder in Auftrag gegeben. Hydras kommen mit ran, die Marines alle angestimmt, alle verletzt. Werden ein gefundenes Fressen für die Hydras und die pushen wieder ran. Aber diesmal sind Doppelpanzer und ein paar Marines mit dabei. Das heißt, hier kannst du davor noch keinen Schaden finden. Aber versucht es eben wieder an der anderen Seite. Und das ist nur ein OC, das ist kein DF. Das heißt, das kann sie nicht wehren. Hydras wollten hier reingehen, aber es liftet rechtzeitig das Gebäude. Die SCVs werden weggezogen. Hyrule verhindert hier Schlimmeres. Und Hydras fight jetzt hier mit den Marines gegen gehealte Marines mit Stim. Und ja, da verlieren die Hydras diesen Fight. Stefano kann sie hier nicht durchsetzen. Insgesamt gab es erst 4 tote SCVs und 2 tote Drones. Also die Economies der beiden sind ziemlich unberührt die ganze Zeit. Ja, da kommen einige Scans von Gabriel, versucht da auszuloten, wie und wo ist eigentlich gerade die Zerg-Army. Was kommt da? Kommt da Ultras nach? Kommen da Broodlords? Aber nein, Stefano macht einfach weiter mit Hidewelling Baning. Jetzt einzig, nächste Unterstützung sind hier ein paar Vipern, die mit dazu kommen. Und Hyrule antwortet auch mit einer Ghost Academy, damit man die Dinger dann snipen oder EMPen kann. Jetzt mal weiter Creep aufgeräumt auf der rechten Seite. Da ist nochmal eine neue Basis, die sie für Stefano gibt. Hat jetzt hier seine Basis Nummer 7, Basis Nummer 8 unterwegs. Und damit so ziemlich alle, fast alle Basen in seine Reichweite genommen. Die Basis hier wird nicht sonderlich lange leben. Reine Marines mit Stim. Focus Fire drauf und die Basis wird gecancelt. Immerhin Stefano mit der rechtzeitigen Reaktion. Die Double Drone kann jetzt hier den Drop eventuell noch clearen. Nein, boostet hier einfach weg. Und Hyrule macht hier weiter Stress. Trotzdem ist hier natürlich die ganze Zeit sehr eingepfercht, wie man sieht. Stefano hat hier wesentlich, wesentlich mehr Map Vision. Einfach durch den ganzen Creep, wie man sieht. Da ist Hyrule viel, viel mehr eingesperrt in seinem eigenen kleinen Gebiet, was er hat. Und ja, der nächste Drop wird angegangen mit den Banningern. Die Medivacs, eins davon wird gesniped. Der Enemy wird auch noch eingeladen, freundlicherweise. Und Stefano versucht die Basis wieder neu zu nehmen. Income-technisch sind beide immer noch richtig stark unterwegs, wie man sieht. Stefano jetzt hier auch mit mehr, muss man sagen. 1500 Gas pro Minute, 3500, fast bald 4000 Minerals pro Minute. Ist halt ein Mega-Income. Dementsprechend wächst seine Bank hier Stück für Stück an. Seine Gasbank natürlich immer noch auf fast, also über 4000, fast 5000 schon. Aber die Mineral Bank wächst jetzt hier Stück für Stück dadurch das neue Income hier in diesen Basen. Da ist Static Defense, aber die ist nicht in Position, um die Drones zu verteidigen. Da starten jetzt hier bei Stefano doch mal Worker weg. Aber er hat 90 Stück gefunden, das heißt, so schlimm sind die Verluste jetzt hier auch nicht. Gibt ein bisschen Army Supply für das nächste Engagement. Der Drop hier wird komplett geklärt. 78 Drones noch im Übrigen. Und jetzt hier Hyrule mit dem Max Out Push von seiner Seite. Hat nur plus 2 auf dem Panzer, also. Da wäre noch ein Upgrade möglich für die Tanks, für nochmal mehr Damage, aber jetzt hier der langsame Siege nach vorne. Trotzdem, Vipern sind da, Blinding Counts auf die Panzer können kommen. Momentan, Banning Count ist auf 27, es hat nochmal 37 hier gemorpht. Stefano hat ja die Ressourcen dafür, um das zu tun. Und da soll es hier drauf gehen. Nein, versucht einfach die Marines ein bisschen wegzuhalten. Hier drüben wird währenddessen engaged mit ein paar Instant Marines. Die scouten gerade einfach nur die Umgebung aus. Und hiermit drückte ich jetzt ran in die Mining Base hier drüben, die genommen werden soll. Jetzt kommt Stefano von sämtlichen Seiten, versucht hier die Terran-Army komplett in die Mangel zu nehmen.
kriegt er hier diesen Fight gemanagt momentan. Fällt der Sword von allen Seiten eins auf Stefano, fehlt ja auch richtig viele Einheiten. Jetzt kommt nochmal eine Welle an Banningen. Panzer sind größtenteils abgeräumt. Die Burning Clouds waren nicht so mega effektiv. Hier wird von beiden Seiten sehr, sehr viel an Ressourcen aufgebaut. Aber Hirmin, er hat keine Bank. Er ist jetzt runter auf 130 Supply. Wird jetzt nochmal abgekickt und Stefano baut jetzt hier nach. Ist wieder auf 160. Aber hat jetzt auch fast keine Minerals mehr. Geht gerade auf einen Spire und versucht damit natürlich jetzt hier eine neue Armee aufs Feld zu bringen. Die beiden hier haben ihre Armee so ziemlich verloren. Bauen jetzt natürlich angeschlagen nach. Man sieht neue Panzer, neue Biochemie. Zieht sich erstmal zurück. Fühlt sich nicht stark genug, um hier diesen Push weiter fortführen zu können. Nimmt allerdings hier nochmal eine neue Mining Base. Wird aber jetzt auch ein BPF. Hat er Angst, dass die gesniped wird. Denn dessen Stefano baut sich wieder auf einen Maxout. Wieder mit Heidwalling und Baningen. 23 Baningen sind noch übrig hier. Und die Hydras, ja, mit den Baningen pushen mal ein bisschen raus. Und da wird es gescoutet nach dieser Basis. Die Basis ist mega wichtig für ihn. Die sollte nicht fliehen, aber die Panzer sind nicht ganz in der Nähe. Trotzdem, die BPF kann sich wehren, aber Banninger gehen rein. Das heißt, hier gibt es ein Sterben an SUVs und die BPF wird einfach rausgebombt von den Banningen. Wenn das in der Parallelgau mit den Dingen in die Mining Base hier, in die Natural von Hirmin. Und er wirft einfach das GG. Er hat nur 130 Supply, 55 SUVs. Seine wichtigste Mining Base ging gerade hoch. Das heißt, sein Income wird nicht mehr so stark sein. Er ist halt komplett out of position mit der Army. Die steht alle hier. Und die Dinge haben halt Adrenal Glands. Die fressen sich durch Zeug durch ohne Ende. Und Hirmin hat keinen Bock, hier nochmal irgendwie die Sache zu managen, sondern lässt einfach das Spiel, was ein bisschen schade ist. Ein bisschen längeren Fight hätte ich mir schon noch gewünscht. Die beiden haben hier ordentlich heftig gegeneinander gekämpft. Aber somit ist es hier der Sieg für Stefano nach 21 Minuten. Das war's mit Replay Cast 700 und Gott. Was ist es? 85. Stück für Stück den 800 näher. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.